Ja, und da sind wir zurück bei Final Fantasy 8. Oh ja, wir sind hier wieder in den Ballamgarten zurückgekehrt. Komischerweise, was ist hier los? Die jagen Direktor Cid und keiner versteht wieso, also wir nicht. Ich glaube, die ja, wir nicht. Echt scheiße. So, das hat er komplett. Das hat er auch komplett. Darfst du angreifen? Ich hab's auch komplett. Ja, und der dritte mal wieder überhaupt nicht. Und jetzt gehen wir alle erstmal schlafen. Komm, mach mich wach. Okay, der erste. Also komischerweise sind sie jetzt alle wach. Ah, so schnell kann ich jetzt nicht gucken. Aber einmal schlafen nur? Hm. Wir müssen hier raus. Wir werden jetzt jeden Raum erstmal erkunden. Jeden. Jede Abteilung. Hey, guck her! So, jetzt gehen wir hier rein. Das ist die Bücher... Müsste die Bücherei sein? Stell dich herum, mach sie nieder! Was? Seid ihr etwa postet? Ja, was denkst du denn? Oh, komm mit deinem Lappen. Och, ein Küsschen. Vorhin war es ein Archidinos. Also da waren wir dann... Sollen euch die Monster holen? Ach, feige Ratte, hau ab. Tobsucht. So, die drohen jetzt dreimal Tobsucht. Direkt erstmal schön neunmal. So, ich guck mal eben. Schlaf ist voll, schweigen. Du machst schweigen. Du machst Tobsucht. Du machst Tobsucht. Und jetzt gehen wir schon wieder alle schlafen. Dann sollen wir relativ Latte sein. Vor allem, dass nur ich pennen gehe. Obwohl, da kann er hier in Ruhe Tobsucht bohren. Also ich darf noch einmal. Das wollen wir festhalten. Wie viel Tobsucht hast du denn? Achtung, oh, auch schon fast voll. Das ist doch gut. So, ich darf jetzt aber auch noch mal. So, du machst noch mal schweigen, du machst noch mal Tobsucht. Ich darf auch noch einmal Tobsucht. So, schweigen ist jetzt wohl auch voll. Wollen wir mal eben schauen. Das heißt, eine Runde extra drawn jetzt. Ausnahmsweise. Ja, da hast du nämlich auch Tobsucht schon mal drin. Du, wie viel hab ich eigentlich davon? 79. Oh, kann ich das bei mir aber auch mal eben voll machen. Tut mir leid, Leute. Aber das muss ich jetzt auch voll machen. Weil dieses Küsschen hier, das hat ja absolut gar keine Chance. Wenn schon, denn schon. Ja, ich werde jetzt Irvine nicht voll machen. Ist ja logisch. So, du bist voll. Du noch nicht ganz. So, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist Xell. Und ich bin auch voll. Okay, auch voll. Ich lasse die Gunblade jetzt mit Absicht weg. Damit dann Irvine halt noch so viel drawen kann, wie er schafft, bis er tot umfällt. Das wäre jetzt geil. Xell und Squall Pam und Irvine zieht Zauber. Es wäre auch noch so genau eingetreten, hätte jetzt die Squall nicht direkt wieder, also mich nicht direkt wieder wachgehauen. Ja, und heute gibt es halt in der Aufnahmesession nur einen einzigen Part. Weil so viel Zeit habe ich heute nicht. Ich muss gleich noch ein anderes Projekt aufnehmen.
Und mir geht die Zeit flöten. Ja, das tut mir leid. So, komm, jetzt fall um. So. Dann können wir direkt mal gucken, ob Tobsucht irgendwas bringt. Jetzt haben wir nämlich Schweigen auch endlich mal voll. Als Kitty hatte ich das, war ich so drauf. Ich hab mich immer in der Übungshalle, bevor es überhaupt zur Seed-Prüfung gegangen ist, übelst hochgelevelt. Und hab da alles schon... Puh, danke. Der Direktor ist nicht hier. Wir sollen das so tun, als sei er hier. Wir halten hier die Stellung. Die haben Monster auf ihrer Seite. Wenn wir alle auf einmal angreifen, hätten nicht mal wir Seeds eine Chance. Der Plan lautet, den Feind zerstreuen und einzeln aufreiben. Naja, stimmt nicht von mir, der Plan. Stammt nicht. Von wem? Von Chu. Als sie Tumulte begann, hat sie sofort die Initiative ergriffen. Okay, wir wollen uns trotzdem einmal umschauen. Hi. Hi, Skull. Ich werde durchhalten, genau wie die anderen Seeds. Ja, schön. Das hier ist für dich. Wow, danke. Mega Phönix. Cooler Scheiß. So. Hier war doch irgendwo ein geheimer Drawpunkt. Oder ich bin ganz doof, aber hier war mal einer. Nee, aber wir gucken jetzt erstmal beim Koppeln. Zauber. Wo haben wir es denn? Tobsucht? Nein. 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 Gucken wir mal bei Zell. Nein. 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 Gucken wir mal bei Musik der Rämer gucken. Schlaf und Schweigen, nein. Hier was besser als Schlaf und Schweigen, weil Tobsucht hat er ja nicht voll. Okay, so, können wir hier wieder raus. Da müssen wir doch üblicherweise noch mal da rein. Wir haben die Übungshalle ja nicht komplett durchlaufen. Was ein bisschen schade ist. Müssen wir also noch mal hier rein. Und da kommt was angeschissen. Oh nö, nicht schon wieder dieses Vieh. Was hast du denn zu drawen? Nichts Besonderes. Weg, 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 weg. Weg! Alter, ich hab gesagt, weg! Können wir jetzt abhauen? Alter, ich will hier weg! Alter, geht doch! Dieser Archidius macht mir echt Angst, ey. Der ist übelst drauf. So, ich will jetzt mal irgendwas gucken. Beim Zauber von Kissis. Die hat doch... Nee, dann müssen wir mal bei Items gucken. Vollständige Heilung eines Charakters. So. Muss der jetzt sein. Der Archidius hat uns ordentlich zugesetzt. Das ging relativ schnell. So, jetzt müssen wir noch einen Weg da abklappern in der Übungshalle. So, die hatten wir ja schon befreit vom Bösen. So, wir müssen aber noch kämpfen. Wie soll es auch anders sein? Wieder ein Küsschen. Ey, du hast Tobsucht dabei. Ja, da kommt die Magensäure geflogen. Tobsucht 7-mal. Fällt schon um. Er fällt schon um. Ja, weil die halt geben natürlich, als wenn du ganz am Anfang bist und in die Übungshalle gehst, die Küsschen bringen natürlich viel Erfahrung, weil manchmal hast du auch 3 Stück. Und das war dann halt schon sehr... konntest dich sehr überleveln und überpowern damit. Habe ich auch damals bei Final Fantasy 7 gemacht, da gab es nämlich auch eine Stelle, da kamen immer wieder Gegner. Okay, hier kommen wir gar nicht rein. Okay. Da bin ich ganz umsonst hier reingelaufen. Scheiße.
Da gibt es nämlich auch eine Stelle in Final Fantasy 7, da habe ich mich auch immer bis auf Level 40 gelevelt, das war schon richtig heftig. Du hast nur Todsucht und du, ihr habt gar keinen Todsucht, oder kommt her, dann sterbt alle gleichzeitig. Das geht ja jetzt relativ schnell. Oh, der erste fällt schon um. Da, irgendwann muss es auch mal eine neue GF geben. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau wann. Ein Flüsterpuder als... Und eine Grad-Karte. Ah, das ist kein Küsschen, das ist Grad. Entschuldigung, Leute, das ist Grad. Das ist kein Küsschen. Ein Küsschen sieht anders aus. Fällt mir gerade mal ein, auch bin ich blöd. Oh, voll der Fail hier im LP. Ich als Final Fantasy Liebhaber. Oh, ich hoffe, das Spiel kommt dieses Jahr noch raus. Es kommt für PC und PS4, das Final Fantasy 7 Remake. Ich will das sofort haben. Es wird aus... Ich hoffe, ich habe da noch in dem Moment Platz frei in meiner Projektliste und dann kann es sofort Let's Played werden. So, das hier müsste, wenn ich mich nicht irre, ein Parkplatz. Du bist Prosit! Ja, was denkst du denn, Alter? Kennst du das anders? Was bist du denn für ein Ding? Der Garten gehört Nork! Nein, gehört er nicht. Der gehört mir. So, du heißt... Oh, Feuer? Eis? Was, du hast nicht ein... Ach, nein, 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 was mache ich da? Aber Doppel ist eine gute Sache. Jetzt habe ich auch nicht geguckt, wie das wie heißt. Aber ich gucke jetzt erstmal. Immer schön darauf eingehen. So. Was gemacht? Alles saugen. Doppel habe ich schon. 22 Mal. So, jeder droht einfach noch einmal. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Ich glaube, das Limit von ihm haben wir noch nie gesehen. Was habe ich jetzt gemacht? Nein! Sie getötet. Alter, was für ein Schaden ist das? Okay. Okay. Der will's ernst. Der meint's wohl ernst. Ja, ich bin der reine GF-Kämpfer eben bei Final Fantasy 8. Ich arbeite wenig mit Zauber. Für mich ist der Zauber eigentlich... Ups. Für mich ist der Zauber, die man droht, nur zum Koppeln da. Zum Zaubern an sich überhaupt nicht. Der kann jetzt aber bitte tot umfallen, der ist saustark. Oh, die ganze Zeit zählt hier eBay. eBay, eBay, eBay. So, ist sie jetzt tot. Immer noch nicht. Alter, der macht mir Angst. Wenn ich jetzt hier Game Over gehe, ne, dann geh ich durch. Was ist doch wieder verkackt? Das gibt's doch nicht. Ich stehe total unter Druck hier. Komm, jetzt geh kaputt, Mann. Und ich werde jetzt auch heute darauf achten, dass der Truck nicht so überlänger hat wie der letzte. Der ist nämlich 3-4 Stunden lang gewesen. Das muss nicht unbedingt sein. Alter, stirb jetzt. Jetzt kriegt Schimmer dann ab. Oh, komm, Resakot, jetzt zeigen wir, dass wir es können. Komm, komm, komm. Nicht verkacken, nicht verkacken. 130, jetzt kommt, gib Gas, gib Gas! Töte das Mistvieh! Der steht immer noch! Das ist heftig, also der hält ja übelst viel aus! Okay, das war schon mal gut. Mach dann X weg!
135, jetzt komm, jetzt stirb endlich, Alter. Na endlich. Oh, ich habe immer noch vergessen, wie das Vieh heißt. Aber ist doch scheißegal, hat Irwin getötet. Es gibt einen Drachenzahn. Und 6 AP. Könnt ihr euch mal vorstellen, was da für ein Ding war. Aber gut, dass wir eine Phönixfeder dabei haben. So, damit das alles auch übrig bleibt. Achso, genau. Wir wollten hier gucken. Gucken. Nein, da ist er ja schon. Direktor Sid. Oh, doch nicht. Was zum... Ist nur ein Hologramm. Sieht richtig echt aus, oder? Ja. Direktor Sid ist nicht hier. Hey, nimm das mit, das wird euch schützen. Ein Zelt, ja, geil. Jetzt bräuchte ich nur noch mal einen Speicherpunkt. Ich weiß ja, wo noch einer ist. Da müsste bei den Quartieren sein. Oh nein, bitte nicht schon wieder. Ein Bomber. Guckt euch mal an, ein Bomber. Der ist ganz schnell erledigt. Aber erstmal gucken wir, was das für Drawn hat, außer Feuer. Wahrscheinlich Feuerer. Hier. So, Shiva, das sollte reichen, jetzt greifen wir einfach an. Ja, ich bin halt einer, der keinen einzigen Kampf rausschneidet. Shiva, du musst dich beeilen, das Ding explodiert gleich. Joa. So, Shiva. Er ist ja sehr schwach gegen... gegen Eis, dann sollte das jetzt eigentlich schon reichen. Es ist ja so ein richtiger Mega-Bomber. So, sollte reichen. Nicht ganz fest, okay. 7000, habt ihr das gesehen? Das ist der höchste Schaden, den wir ever gemacht haben bis jetzt. Wir sind ja so gesehen in CD2. Gab ja damals immer 4 CDs. 1 AP, Siren Level Up, Kabanke Level Up. So. Da sind die Quartiere. Oh, wie süß. Guckt euch das an. 4 Beißkäfer. Oh, ihr seid ja niedlich. Wir gucken erstmal, was sie alle haben. Feuereranalyse. Okay, komm. Ihr seid so schwach. So, der erste ist down. Es geht jetzt rasend schnell. So, der zweite ist down. Der dritte ist down. Aber die Viecher sind auch verdammt schnell. Ja, der einzige, der halt noch nicht so stark ist, ist Irwin, aber das werden wir auch noch hinkriegen. Ich steig schon wieder ein Level auf und es gibt 8 Zaubersplitter und 4 Erfahrung, 4 AP. So, ja. Jetzt kommen wir zu den Quartieren. Gucken, was da jetzt auf uns wartet. Hi. Was zum? Seid ihr Prozit? Wie oft noch? Hat sich das noch nicht rumgesprochen? Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, guckt euch das an, eine lächerliche Stichraupe. Wieso helft ihr Sid? Weil er geil ist. So, was hast du denn da? Vitra! Zaubern wir mal einmal durch. Ich mache mir gerade 138 Leben zurück. Das ist doch peinlich. So, das benutzen wir jetzt mal eine Weile zu drawn. So, ich habe ja alles, ne? So, du hast Blitzra komplett, Vitra komplett und Gemach auch komplett. Oh. Warte mal, jetzt müssen wir einfach bei ihm gucken. Blitzra hat er komplett. Vitra hat er noch nicht komplett. Jetzt gibt es nämlich noch eine ordentliche Ladung Vitra. Und wir warten einfach hier. Das macht er sich nämlich jetzt voll. Das sage ich euch.
Muss ich mal eben gucken. Gemach. Gibt's ja auch noch. Davon hat er erst zwei. Oh Gott. So, Vitra 90 Stück. 90 Stück. Jetzt fehlt wieder nur einer. So, dann droht er jetzt zweimal Gemach und dann greifen wir an. Weil wir wollen ja auch weiterkommen. Das Schöne ist, wir haben das ja alles voll. So. Gemach sechsmal. Dann hat er jetzt acht. So, nochmal plus 6 sind 14. So, was wir jetzt auch nochmal eben machen, nochmal zaubern. Ich zauber einen Scheiß hier, ey. Das nennt man vernünftig. So, du zauberst mal auf mich. Du hast einfach mal gemacht weiter. Ich will nämlich jetzt auch mal voll sein. Geht doch. So, jetzt müssen wir gleich mal eben schnell bei Irvine gucken, wo wir drawen können. Koppeln können. Das Vitra. Ich lasse die Gunblade jetzt wieder mit Absicht weg, aber das bringt nichts. Aber er hat jetzt auch mal ein bisschen gemacht gedrawt. Müsste jetzt so 15 Stück ungefähr haben. Von 100. Es gibt zwei Spinnennetze. 2 AP. Dann gucken wir mal eben. Koppeln Irvine. Zauber. So, jetzt haben wir Vitra hier oben. Jetzt gucken wir mal hier, was wir hier haben. 14, 14, 17, 21, 18, 19, 41, 23, 18, 18, 14, 15, 18, 31. Dann nehmen wir Shell rein. Jetzt gucken wir nochmal hier. Ja, der muss auch viel, also bei ist echt noch Bedarf. Wir gucken jetzt mal eben bei den GFs rein. Quasarkotten lernt gerade Karte, hat er fast fertig. Kältewandler ist auch gleich fertig. GF bei G plus 30 lernt er gerade. Ja, mach das mal. Magie plus 20, der Janzigran ist auch bald fertig. Da kommt noch Behandeln und dann ist fertig. Du lernst gerade Element-Angriffskopplung, das ist sehr wichtig. Zeitwandler und Zustandswandler, ja, das müssen wir auch noch alles haben. Ist aber auch bald fertig. Zustandsangriffskopplung, ja, das brauchen wir auch noch. Und Heilmedizin brauchen wir auch noch. Kontern. Angriffe, oh, wir brauchen noch eine Menge. Also wir haben noch einiges zu tun. Noch einiges zu tun. Jetzt gehen wir erstmal hier durch. So. So. Ja. Wie geht es weiter hier? Werden wir Sid überhaupt finden? Oh, keine Ahnung, aber wenn ihr es wissen wollt, genauso wie ich, dann schaltet wieder ein bei Let's Play Final Fantasy 8. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin. Ciao.